Ja, um es kurz zu machen, jeder hat, denke ich mal, seinen Platz eingenommen und dann kann die Veranstaltung als Eröffnung gelten. Где там опять уже? Газет как бы ничем не чуть-чуть. Ich bin das 15. Mal jetzt, aber ich bin das. Unsere Deko entsteht beim Kochen. Wenn jetzt fünf Stücke auf der Schiene stehen. Hallo, herzlich willkommen im Fontanehaus heute zum historischen Kochen. Ich bin richtig stolz, dass das geklappt hat, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Also ich freue mich auch im Namen von Euroregion Propa Viadrina, dass wieder eine deutsch-polnische Begegnung, ein deutsch-polnisches Projekt stattfinden kann. Wir haben in den letzten zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie viele Probleme, viele Begegnungen wurden abgesagt. Polskiej publiczności, jak również członków jury i członków tutaj grup. Hat aber die Interessensgemeinschaft Alterskultur noch den Wunsch, jemandem zu danken, dem wir eigentlich jetzt verdanken, dass dieses Fest heute überhaupt stattfinden kann. Und zwar ist es die Violetta Bayer. Oh. Ja, sie ist immer so bescheiden. Frau Bayer, das muss sein. Wir müssen uns küssen, ne? Ja, machen wir immer. Die Institution hat wirklich sehr gute Projekte gemacht. Eben. Und vor Frau Letzter. Erst einmal festzustellen, dass alle drei Teams sich hervorragend geschlagen haben. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Das Probieren und die Birnsuppe soll fantastisch gewesen sein. Das freut uns. Der Fontana hat gesagt, dass die Birnsuppe war fantastisch. Das ist fantastisch. Czyli Suppa Gruszkowa, wspaniała. Gratulacje na VfL-Kultur. Gratulation. Wer übernimmt das? Bitte schön. Und ich freue mich sehr. Ich glaube, ich koste noch etwas, wenn noch was in der Pfanne ist. Auch kein. Aber ich rasiere mich jetzt. Das ist weg, was ich heute. Bitte.